Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Mit Sprachbildern zu hantieren ist so eine Sache. Sie müssen sitzen. Denn wenn sie schief sind, könnte es zu Verständnisproblemen kommen. Das gilt in besonderer Weise für Politiker in einer Phase, in der jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Aber die Formulierung von Grünen Co-Chef Robert Habeck nach der zweiten, etwas größeren Annäherungsrunde von FDP und Grünen, die war ziemlich verständlich. Wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade. Der Einstieg ist Habeck zufolge aber gelungen. Wie viele Umdrehungen ihnen noch gelingen werden, nachdem man sich vor 4 Jahren so verkantet hatte beim Sondieren, das muss sich allerdings noch zeigen, denn sie haben noch ziemlich dicke Bretter bis zu einem gemeinsamen Koalitionsvertrag zu bohren. Christian Feld. Ein sonniger Freitag in Berlin. Es ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder in den Zoo zu gehen. Oder man schaut auf der anderen Straßenseite vorbei. Hier gibt es auch was zu sehen. Hohe Tiere aus der Politik. 3 Parteichefs, die über die Zukunft sprechen. Gute Laune, große Worte. Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, in Deutschland einen neuen Aufbruch zu organisieren. Das ist auch ein historischer Moment in unserer Gesellschaft, in unserem Land, weil es eine Politik voraussetzt, die sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichtet. Gemeinsam. FDP und Grüne sehen sich zusammen als modernen Kern einer neuen Regierung. Aber fangen wir vorne an. Am frühen Morgen trudeln die beiden Sondierungsgruppen ein. Kein Selfie heute, es wäre wohl auch eng geworden. Insgesamt 20 Personen sind dabei. Der grüne Fraktionschef hatte vorher bereits ein Interview gegeben. Es lässt sich so deuten, dass ein Tempolimit nicht unbedingt eine Bedingung für eine neue Regierung sein muss. Mehr ist an diesem Tag über Inhalte nicht zu erfahren. Ab 11 Uhr sitzen alle zusammen in einem Raum. Ein nüchterner Neubau, Glas, kein Balkon. Nichts dringt nach draußen. 2 Stunden später ein Befund irgendwo zwischen Philosophie und Baumarkt. Wichtig ist es ja, richtig in einen Prozess reinzukommen. Also wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade. Diese Schraube ist jedenfalls in den ersten Tagen sehr gerade eingesetzt worden. Nur zu gerne würde man erfahren, welche Bretter denn dahinter der Glasfassade schon gebohrt oder wenigstens angebohrt wurden. Schöner Versuch, nur so viel. Etwa im Bereich des Klimaschutzes und im Bereich der Finanzen gibt es zweifelsohne Unterschiede. Und jetzt geht es darum, diese Brücken zu suchen. Der Prozess hat heute in einer guten Atmosphäre begonnen. Er ist allerdings nicht abgeschlossen. Reihum treten Baerbock, Habeck und Lindner nach vorne, um mit einer gewissen Freude Fragen nicht zu beantworten. Zum Beispiel, wie es nach den grün-gelben Gesprächen weitergeht. Wir sind heute schmallippig, auch dazu können wir heute nichts weiteres sagen, weil die bilateralen Gespräche, das wissen Sie auch vom Zeitplan, ziehen sich dann auch erstmal in die nächste Woche. Sie können sicher sein, dass wir viele Dinge gemeinsam im Blick haben, aber dass wir nicht alles, was wir besprochen haben, schon öffentlich mitteilen können und wollen. Wir können Vertraulichkeit, das ist die Botschaft, die Grüne und FDP senden wollen an diesem sonnigen Vorsondierungsfreitag. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der stellvertretenden grünen Fraktionschefin gesprochen, die auch Teil des erweiterten Sondierungsteams ist, Agnieszka Brugger in Berlin. Guten Abend, Frau Brugger. Guten Abend, Herr Zamperoni. Wie fühlt sich das eigentlich an, es in der Hand zu haben, wen Sie zum nächsten Kanzler machen? Es fühlt sich sehr gut an, dass wir in die Gespräche in dieser ersten Woche eingestiegen sind mit einer sehr großen Sachorientierung, mit einer Verantwortung für das ganze Land, wohl wissend um die großen Herausforderungen und vor allem, dass wir die Fehler auch von vor 4 Jahren bei den Jamaika-Sondierungen nicht wiederholen, sondern respektvoll, vertrauensvoll miteinander Gemeinsamkeiten und Brücken ausloten. Ja, Sie sprechen vor 4 Jahren an. Also jetzt scheint ja eine ganz neue Leidenschaft füreinander in Brand zu sein. Von historischem Moment war da die Rede, von neuem Aufbruch. Gibt es da gar keine Narben oder Erinnerungen an dieses Debakel von 2017 bei den Grünen, als ja FDP Jamaika platzen ließ?
Natürlich gibt es noch die Erinnerung an die vielen Durchstechereien, an den nicht vertrauensvollen Umgang miteinander. Und es ist doch schön zu sehen, dass wir alle es miteinander dieses Mal besser machen wollen. Wir Grüne waren schon vor 4 Jahren bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es hat damals nicht geklappt. Das waren 4 verlorene Jahre für den Klimaschutz. Und jetzt haben wir die Möglichkeit für einen neuen Aufbruch, auch für eine neue Politik, für einen moderneren Staat. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Da ist viel liegen geblieben. Und deshalb ist es wichtig, diese Gespräche auch in so einem guten Geiste konstruktiv, vertrauensvoll, respektvoll miteinander zu führen. Da ist also eine Menge Wille dabei, dass es auch klappt. Aber heute ging es ja nicht mehr nur ums Beschnuppern oder ums Selfies machen. Welche inhaltliche Annäherung gab es denn da etwa bei so Knackpunkten wie Steuerpolitik oder Klimaschutz? Ja, es wird ja sehr gut gehütet, was genau für konkrete Punkte besprochen wurden. Das ist eben weniger Spektakel als vor 4 Jahren und das ist auch richtig so. Aber so nur so Andeutungen, in welche Richtung es geht, gibt es da vielleicht so etwas, was Sie uns geben könnten? Naja, wir können ja auch einfach in die Wahlprogramme schauen und wir sehen, es gibt einerseits große Gemeinsamkeiten bei Themen wie Bürgerrechten, Digitalisierung, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viel zu diskutieren, wenn es um Klimapolitik geht, wenn es um nachhaltige Finanzen geht und da auszuloten, wie man gemeinsame Wege findet. Das ist die Devise der Stunde. Aber rote Linien gibt es keine mehr? Ich meine, selbst das Tempolimit ist offenbar keine heilige Kuh mehr bei den Grünen. Auch das haben wir vor 4 Jahren bei den Jamaika-Sondierungen gesehen, dass man sich über die Presse alles sagt, was der andere tun muss, wo er springen muss, wo rote Linien sind, war keine Strategie, die zum Erfolg geführt hat. Wir haben gesagt, natürlich ist das Tempolimit für uns Grüne ein ganz wichtiges politisches Anliegen. Darüber wollen wir sprechen, aber die Sondierungsgespräche sollen eben nicht vorgezogene Koalitionsverhandlungen sein. Und darüber werden wir dann auch weiter sehr ernsthaft, sehr entschieden mit unseren möglichen Gesprächspartnern in den Dialog gehen. Aber wenn Sie dieses Tempolimit nicht hinbekommen, kam ja heute schon die Kritik, wie wollen Sie dann einen früheren Kohleausstieg hinbekommen? Alle Parteien haben in diesem Bundestagswahlkampf erklärt, dass ihnen die Klimaschutzziele von Paris wichtig sind, dass sie erfüllt werden müssen. Wir waren uns sehr uneinig über die Wege dahin. Aber deshalb bin ich gerade beim Thema Klimaschutz angesichts der Dringlichkeit, der Wirklichkeit sehr zuversichtlich, dass die Parteien sich hier auf einen gemeinsamen Kurs einigen müssen. Und nochmal, auch das Tempolimit ist ja noch lange nicht abgeräumt. Auch darüber wird weiter gesprochen. Aber wir sind ja auch erst in Woche 1 und eben noch nicht in den Koalitionsverhandlungen. So oder so, es kommt aber ja nicht nur auf die Grünen an. Was macht Sie sicher, dass, was immer Sie mit der FDP jetzt ausmachen, dass das auch die SPD mitmacht? Das kann man natürlich niemals wissen. Das sind erstmal Verabredungen, die wir miteinander treffen und dass wir auch mit einer gemeinsamen Linie in diese Gespräche auch mit den anderen Parteien reingehen. Und natürlich gibt es auch große Schnittmengen zwischen Grünen und SPD, gerade bei den sozialen Fragen, die wir dann auch weiter besprechen werden. Und deshalb ist natürlich auch nichts in Stein gemeißelt, was heute jetzt in dieser ersten Woche besprochen wurde, sondern da müssen alle miteinander respektvoll sprechen und gemeinsame Ideen, gemeinsame Wege ausloten. Und wenn es mit der SPD nicht klappt, dann bliebe Ihnen ja noch die Union. Und in Baden-Württemberg, der regiert ja grün-schwarz. Und Herr Ministerpräsident Kretschmann, der soll ja Jamaika favorisieren. Sie sind ja auch aus Baden-Württemberg. Ist das auch Ihre Meinung? Die SPD hat diese Wahl mit Olaf Scholz ja deutlich vor der Union gewonnen. Sie hat zugelegt. Es gab eine klare Präferenz der Wählerinnen und Wähler und die gilt es natürlich auch zu respektieren. Auch die inhaltlichen Schnittmengen zwischen Grünen und SPD sind natürlich deutlich größer als mit der Union. Und deshalb sprechen wir ja auch in erster Linie mit der SPD. Wir haben aber auch im Wahlkampf gesagt, und das meinen wir ernst, wir reden mit allen demokratischen Parteien und deshalb haben wir ja auch die Einladung der Union angenommen, sehen aber natürlich die ganzen Machtkämpfe innerhalb der Union. Und das ist sicherlich auch nicht die allerbeste Voraussetzung, um in eine stabile Regierung einzusteigen, die großen Herausforderungen unserer Zeit auch wirklich angehen will. Keine Angst, dass, wenn Sie sich nicht einigen, dann doch wieder nur die GroKo als Regierung bleibt? Angst ist immer ein schlechter Berater in der Politik und deshalb gehen wir in diese Gespräche mit Zuversicht und wollen dazu beitragen, dass wir einerseits die richtigen Antworten geben, dass wir konsequenten Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Innovation endlich nicht mehr gegeneinander ausspielen, sondern im Dreiklang verwirklichen. Das sind unsere Leitplanken und da sind wir sehr zuversichtlich und wollen auch Verantwortung für unser Land übernehmen. Frau Brugger, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Sehr gerne.
In Berlin wird aber nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene sondiert. Denn parallel zur Bundestagswahl fand am vergangenen Sonntag ja auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Doch neben der Frage, wen die siegreiche SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey mit ins Boot holen kann, steht zunächst noch eine ganz andere Frage im Raum. War das überhaupt eine rechtmäßige Wahl? Denn fast täglich kamen diese Woche neue Ungereimtheiten hoch. In manchen Wahlbezirken wurden mehr Stimmen übertragen, als es dort Wahlberechtigte gibt. Anderswo wurden nur grob geschätzte Ergebnisse übermittelt und es gab noch mehr. Einfach nur peinlicher Schlendrian oder ein ernsthaftes Problem? Anke Hahn. Franziska Giffey, die SPD-Wahlsiegerin, beginnt heute mit den Sondierungsgesprächen. Sie hat keine Zweifel am Wahlergebnis. Anders ihr Verhandlungspartner von den Linken, noch Kultursenator Klaus Lederer, ließ gestern in seinem Wahlbezirk Pankow noch einmal die Erststimmen zum Abgeordnetenhaus auszählen. Er liegt nur 30 Stimmen hinter einer grünen Kandidatin, zieht aber über einen Listenplatz ins Parlament ein. Für den Pankower Wahlleiter ist die Nachzählung ein ganz normaler Vorgang. Prinzipiell steht es natürlich jedem Kandidatin oder jeder Partei frei, so einen Antrag zu stellen. Berlin hat dieser Tage einiges nachzuarbeiten wegen möglicher knapper Ergebnisse. Es mehren sich die Meldungen über Fehler und Pannen am Wahlsonntag. Die Bilder von langen Warteschlangen vor Wahllokalen gingen um die Welt. 4 Abstimmungen gab es hier am Sonntag. Das Wählen dauert da sowieso lange. Dazu dann die Berliner Desorganisation. Falsche Wahlzettel ausgeliefert. Und dann hatten wir natürlich auch noch diese falschen Wahlzettel aus Charlottenburg-Wilmersdorf, was dann letztlich dazu geführt hatten, dass bei uns ungefähr 35 Stimmen ungültig war. Zu wenige Wahlzettel ausgeliefert. Bei uns gingen zum Beispiel um 17 Uhr dann alle Wahlzettel für die Berliner Wahlen und Abstimmungen aus. Die konnten dann in gut einer halben Stunde nachorganisiert werden. Aber das führt natürlich zu weiteren Verzögerungen. Ergebnisse wurden geschätzt. Nach Recherchen des RBB wurden außerdem Ergebnisse für die Bezirksverordnetenversammlung ungewöhnlich oft geschätzt. Das betroffene Bezirksamt meint dazu nur: Bei allen Wahlen kann es zu Problemen bei der Übermittlung der Ergebnisse kommen. Es kann erforderlich sein, dann eine Schätzung auf der Basis des bis dahin Ermittelten abzugeben, damit die Landeswahlleitung ein vorläufiges Ergebnis feststellen kann. Also alles ganz normal? Es geht noch weiter. In 99 Wahlbezirken gab es auffällig viele ungültige Stimmen, bis zu 70%. Und in einigen Fällen gab es tatsächlich mehr Stimmen als Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung 159%. Wahlhelfer Christian Waldhoff ist im Hauptberuf Juraprofessor. Er kritisiert dieses organisatorische Unvermögen als Rechtsstaatsversagen. Für die Bundestagswahl sieht er aber keine Konsequenzen, weil sich das Endergebnis auch mit fehlerlosen Zahlen aus Berlin nicht ändern würde. Anders bei den Berliner Wahlen. Inzwischen sind ja so viele Wahlpannen offenbar geworden in Berlin, dass man für die Berliner Abgeordnetenhauswahl und gegebenenfalls die Bezirksverordnetenwahl sogar darüber nachdenken muss, ob die Wahl insgesamt nicht so stark beschädigt ist, dass sie wiederholt werden muss. Die Sondierer von der SPD dagegen scheinen da ganz entspannt. Auch der noch Innensenator, immerhin die juristische Aufsicht der ehrenamtlichen Landeswahlleiterin. Ich bin da wirklich nicht zuständig. Also wir müssen nur verstehen, das ist Selbstorganisation des Volkes. Die Regierung kann nicht darüber entscheiden, ob Wahlzettel gültig sind oder ungültig sind. Das ist in einem freien Land nicht üblich. Die ehrenamtliche Landeswahlleiterin fühlt sich verantwortlich, ist zurückgetreten. Am 11. und 14. Oktober kommen die amtlichen Endergebnisse der Wahlen. Ab dann können sie angefochten werden. Ausgang offen. Zum Berliner Wahlchaos hat David Biesinger, Chefredakteur vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, folgende Meinung. Das war Panne. Aus der Superwahl wurde die Superpanne. Nur eines hat geklappt. Die Hauptstadt ist ihrem Ruf treu geblieben. Verwaltung kann sie nicht. Erst einmal Respekt vor den über 30.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Sie haben versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Denn seit August gab es hinter den Kulissen deutliche Hinweise auf ein drohendes Wahlchaos. Weder Pandemie noch Marathon kamen überraschend. Genug Gründe, den Wahltag ganz besonders gut vorzubereiten. Geendet hat die Wahl im Chaos, mit selbstkopierten Wahlzetteln, geschlossenen Wahllokalen. Nach dem Desaster wird die Verantwortung jetzt zwischen dem Land und den Bezirken hin und her geschoben. So groß ist die Verzweiflung. Rot-Rot-Grün hat in den letzten Jahren diese Stadt regiert. Was aus der gemeinsam angekündigten Verwaltungsreform geworden ist, haben wir am vergangenen Sonntag gesehen. Und seit heute wird munter eine Neuauflage eben dieser Koalition sondiert. Jetzt wird nachgezählt.
neu ausgezählt und erst Mitte des Monats werden wir das amtliche Endergebnis kennen. Es wäre daher billig, schon heute nach Neuwahlen zu rufen. Doch wie groß ist die Panne? Reden wir über Hunderte, Tausende oder Zehntausende Stimmen, die nicht richtig abgegeben werden konnten? 5 Tage nach der Wahl hat noch niemand einen Überblick in der Pannenmetropole. Unsere Demokratie wurde fahrlässig beschädigt. Das wird nachwirken. Bei denen, die ewig in den Wahllokalen warten mussten und erst recht bei jenen, die die Demokratie ohnehin gering schätzen. Jetzt müssen wir sie mühsam reparieren, unsere Demokratie. Durch Zählen, Wiederzählen und bitte durch eine unabhängige Überprüfung. Genau dafür gibt es ja ein Sicherheitsnetz. In Berlin ist es der Verfassungsgerichtshof. Und ja, es ging hier gerade nicht um ein fernes Land, sondern um unsere Hauptstadt. Die Meinung von David Biesinger. Das Panorama von Doha, der Hauptstadt von Katar, verspricht ein hochmodernes Land. Das Emirat ist allerdings eine absolute Monarchie. Ein Parlament gibt es gleich gar nicht. Einzig der Schura-Rat hat eine Art beratende Funktion für den Emir, der aber politisch alleine entscheidet. Bislang ernannte er die Teilnehmer des Gremiums passenderweise auch gleich selbst. Doch nun gibt es in Katar das allererste Mal Wahlen zum Schura-Rat. Gleich 30 der 45 Sitze sollen so besetzt werden. Unter den 284 zugelassenen Kandidaten sind lediglich 28 Frauen. Aus Katar berichtet Daniel Hechler. Ungewöhnlicher Rahmen für einen Wahlkampf im erlesenen Kreise. Der Kandidat Yassim Fakhru wirbt bei der Hochzeit eines Freundes in einem Luxushotel um Stimmen. Der Bräutigam hat eine exquisite Schar vermögender und mächtiger Herren aus Doha geladen, viele aus Fakhrus Wahlkreis. Die perfekte Gelegenheit für Kontaktpflege bei Schwerttanz und traditionellen Klängen. Einige hier sagen mir, was sie von mir erwarten, wenn ich Erfolg habe. Wir tauschen uns einfach ein wenig aus. Darum geht es. Sie haben die Wahl in Katar, nicht nur bei Luxuslimousinen, sondern erstmals auch zwischen fast 300 Kandidaten für die neue Volksvertretung. Yassim Fakhru will einen der 45 Sitze im Schura-Rat, 15 davon vergibt der Emir. Der gut vernetzte PR-Berater kandidiert auf eigene Rechnung, seine Mitbewerber allerdings darf er ebenso wenig kritisieren wie die Regierung. Parteien gibt es nicht. Immerhin können die Abgeordneten Gesetze einbringen, den Haushalt verabschieden, Minister entlassen. Das letzte Wort allerdings liegt bei Emir Al-Thani. Es geht nicht um Kontrolle, sondern Beratung. Aber wir haben auch das Recht zu beraten, überall hinzugehen, wo wir wollen, uns die Situation vor Ort anzuschauen und zu einem Urteil zu kommen. Das ist sehr wichtig. Eine Premiere in einem der reichsten Staaten der Welt. Mit knapp 3 Millionen Einwohnern nur ein Zwerg am Golf, dank Öl und Gas aber ein Global Player mit reichlich Drang nach Macht und Prestige. Der Emir holte die Fußball-WM 2022 ins Land und kassierte dafür viel Kritik. Korruptionsvorwürfe wurden laut, Arbeiter würden auf den Baustellen bei Gluthitze zu Dumpingpreisen ausgebeutet. Der Herrscher weist all das zurück. Die Wahlen könnten das angekratzte Image aber gerade im Westen wieder aufpolieren, zumal auch Frauen antreten dürfen. Al-Maha Al-Majid ist eine von 28 Kandidatinnen. Neuland in einer männerdominierten Gesellschaft. Die 35-Jährige will bei Wählerinnen mit Frauenthemen punkten und da bleibt viel zu tun. Wir sind im Prozess der Öffnung. Frauen haben mittlerweile einige Rechte und es werden langsam mehr. Und doch regt sich auch Protest. Denn nur Staatsbürger, deren Vorfahren schon vor 1930 in Katar lebten, dürfen wählen. Jeder Fünfte ist damit ausgeschlossen, wie Hiba Zayadin von Human Rights Watch kritisiert. Viele, die diese willkürliche Entrechtung von Wählern öffentlich kritisiert haben, wurden dafür hart bestraft. Sie dürfen wählen und haben sich entschieden. Yassim Fakhru kann bei der Kampagne auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Läuft bei den Wahlen morgen alles gut, will er was bewegen. Auch wenn der Spielraum eng ist.
Daniel Hechler in Doha. Katar versucht sich mit dieser Wahl ein demokratisches Antlitz zu geben. Wie überzeugend ist das? Naja, es ist ganz sicher keine Revolution. Katar wird morgen auch keine lupenreine Demokratie werden. Dafür sind die Rechte dieses Schura-Rates einfach viel zu begrenzt. Die Macht des Emirs, sie ist immer noch sehr, sehr umfassend. Insofern ist das am Ende nicht viel mehr als ein zaghafter, ein erster Schritt zu mehr Pluralismus, zu mehr Beteiligung der Bürger. Aber immerhin wagen sie hier ein bisschen mehr Demokratie. Jahre, Jahrzehnte wurde das immer nur versprochen und dann verschoben. Jetzt passiert tatsächlich auch was. Und wenn dieses Experiment gut läuft, dann wird womöglich auch noch mehr kommen, vielleicht auch in anderen Staaten am Golf, die von Demokratie so gar nichts wissen wollen. In gut einem Jahr rollt dort der WM-Ball in Katar. Und wenn wir auf den Vorwurf der Menschenrechtsverletzung im Umfeld dieser WM-Vorbereitung blicken, hat sich oder wird sich da aus Ihrer Sicht etwas wesentlich verändern? Da hat sich tatsächlich schon eine Menge verändert, vor allem für die ausländischen Arbeiter auf den WM-Baustellen. Ein Mindestlohn wurde eingeführt, 230 Euro pro Monat plus noch ein paar Zulagen. Das mag nicht viel sein, zumal in einem so reichen Land, aber es ist doch viel mehr als noch zuvor. Es gibt mittlerweile bessere Schutzvorschriften gegen Hitze, Strafen für Firmen, die Gehälter nicht pünktlich zahlen. Das geht Menschenrechtsorganisationen alles noch nicht weit genug. Vieles werde auch nicht immer konsequent umgesetzt, sagen sie. Gerade bei Frauenrechten, auch bei Minderheitenrechten müsse sich noch sehr, sehr viel mehr tun in Katar. Aber es sind doch unbeschritten Fortschritte und weitere könnten folgen, wenn der Druck, insbesondere der internationale Druck, hoch bleibt. Fraglich ist eigentlich mehr, wie viel davon nach der WM übrig bleibt, wie nachhaltig das alles ist, dann, wenn die Scheinwerfer eben nicht mehr auf Katar gerichtet sind. Daniel Hechler live aus Doha. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Nach dem Rückgang der gemeldeten Corona-Infektionen zuletzt erwartet das Robert-Koch-Institut für Herbst und Winter wieder einen Anstieg von Neuinfektionen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder. Als Gründe für die Trendwende nannte das RKI vor allem die Zunahme von Kontakten in Innenräumen und eine noch immer große Zahl ungeimpfter Menschen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen gäbe es weiter hohe Inzidenzen. Ungeachtet dessen haben mehrere Bundesländer, unter anderem auch das Saarland, die Maskenpflicht an Schulen gelockert. Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisierten diesen Schritt. Die gesetzlichen Krankenkassen rechnen nach eigenen Angaben im kommenden Jahr mit Verlusten in Milliardenhöhe. Der vom Bund bewilligte Zuschuss von 7 Milliarden Euro würde das Defizit bei weitem nicht ausgleichen. Mindestens der doppelte Betrag sei nötig, so die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands Pfeiffer im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die Bundesregierung hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2022 bereits per Gesetz auf 1,3% festgesetzt. Reisen mit der Deutschen Bahn wird vom 12. Dezember an teurer. Wie das Unternehmen mitteilte, steigen die Tarife im Fernverkehr um 1,9%. Fahrten ohne Zugbindung und die Bahncard werden 2,9% teurer. Es ist die höchste Preiserhöhung seit rund 9 Jahren. Die Bahn ist durch die Corona-Pandemie sowie Problemen im Auslandsgeschäft und Güterverkehr finanziell angeschlagen. In Großbritannien werden Autofahrer nach Einschätzung von Staatssekretär Malthouse noch etwa eine Woche lang mit langen Schlangen an den Tankstellen rechnen müssen. Zuvor hatte ein anderes Kabinettsmitglied noch gesagt, die Lage sei völlig unter Kontrolle. Seit Tagen haben die Ölkonzerne Probleme, den Kraftstoff an die Tankstellen zu liefern, vor allem weil Lkw-Fahrer fehlen. Nach antisemitischen Vorfällen beim Europapokalspiel zwischen Union Berlin und Maccabi Haifa gestern Abend hat der Staatsschutz Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem sollen Fans des israelischen Clubs im Berliner Olympiastadion antisemitisch beleidigt und bedroht sowie mit Bier beworfen worden sein. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein reagierte bestürzt. Es zeige sich, dass Judenfeindlichkeit im Fußball noch immer verbreitet sei. In Berlin ist der diesjährige Deutsche Filmpreis verliehen worden. In der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle wurde Maren Eggert mit einer Lola ausgezeichnet. Sie bekam den Preis für ihre Leistung in dem Film Ich bin dein Mensch.
Die SWR-Koproduktion wurde auch in den Kategorien Bester Spielfilm, Bestes Drehbuch und Beste Regie ausgezeichnet. Als bester Schauspieler in einer Hauptrolle wurde Oliver Masucci geehrt. Er erhielt den Preis für seine Rolle als Filmemacher Rainer Werner Fassbinder in Enfant Terrible, einer Koproduktion von WDR, BR und Arte. Und das war unser Nachrichtenüberblick. Weiter geht's jetzt wieder mit Ingo. Danke, Thorsten. Sie ist ganz zweifellos eine der berühmtesten Mütter der Menschheit. Immerhin wird sie als Mutter Gottes verehrt, Maria. Aber auch normalsterbliche Mütter sind etwas Besonderes. Ohne sie wären wir alle nicht auf der Welt. Kein Wunder also, dass sie über die Jahrhunderte hinweg immer wieder zentrale Motive der Kunst waren und sind. Und zwar so vielfältig, dass die Kunsthalle Mannheim dem Thema Mutter und der künstlerischen Auseinandersetzung damit nun eine ganze Ausstellung gewidmet hat. Jenny Rieger hat sie gesehen. Sie bringen uns aus dem Dunkel ins Licht. Mütter. Seit Anbeginn der Zeit verehrt, weil sie Leben schenken. Mutter und Kind, ein Thema, das sich durch die Jahrtausende zieht. Ein Thema, das wie vielleicht kein anderes Raum gibt für Persönliches und für vielfältige Interpretationen. Ob heilige Mutter Gottes oder selbstbewusst inszenierter Popstar, Mütter sind sie alle. Und so kann selbst dieses düstere, milchgebende Krakentier von L'Or Provost zum Sinnbild werden für die Vielschichtigkeit unserer Mutterbeziehungen. Ich glaube, das ist so eine Art überbordenes Muttertier, das uns entweder einfängt und seine Fänge hineinsieht. Oder es ist vielleicht auch eine Mutter, das Nahrung gibt. So ein allumfassendes Muttertier, dem man nicht entkommen kann. Kein Entkommen, nirgendwo. Nicht vor der strengen Patriarchin, nicht vor der bösen Stiefmutter. Das Verhältnis zwischen Kindern und Mutter kann ein schwieriges sein, wie auch dieses Werk von Yoko Ono zeigt, an dem die Besucher ihren Müttern Botschaften hinterlassen können. Dankbare, anklagende, sehnsüchtige. Mich trifft besonders hier sozusagen die Frage, das könntest du mir einen Rat geben. Ich wünschte, du wärst noch hier. Der Kampf gegen die Vergänglichkeit. Der Wunsch, fortzuleben, der Wunsch nach einem Kind, er geht nicht immer in Erfüllung. Mein Hund ist süßer als dein hässliches Baby, so der Name dieses Selbstporträts einer Künstlerin, die jahrelang vergeblich versuchte, Mutter zu werden. Die Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim spielt mit allen Facetten der Mutterschaft. Vom Wunder der Geburt bis zur Trauer des Abschieds. Und sie zeigt so, Mutterliebe bleibt und überdauert die Zeit. Die Ausstellung Mutter bis 6. Februar in der Kunsthalle Mannheim. Am Sonntag ist nicht Muttertag, sondern Tag der Deutschen Einheit. Sven, gibt's denn da auch passendes Feiertagswetter? Oh ja, Ingo, da werden die Temperaturen nach oben streben. In vielen Regionen Deutschlands, im Osten, im Süden, 24 bis 27 Grad, 3. Oktober. Also das ist eine warme Angelegenheit und genau darum will ich mich jetzt auch ein bisschen kümmern. Als allererstes mal kurz den Blick richten auf den 15-Tage-Trend für Freiburg. Wir gehen jetzt in den Südwesten, im Breisgau. Und da geht es an diesem Tag der Deutschen Einheit rauf bis 26 Grad. Aber dann kriegt man auch die Erkenntnis mitgeteilt, dass eigentlich Oktober ist. Und deswegen gibt es einen ordentlichen Temperatursturz vom Sonntag zum Montag. Aber dann ist ja auch nicht mehr Feiertag. Und diese 26 Grad möchte ich für Sie noch ein bisschen einordnen. Deswegen die Tabelle, die von unten anfängt. Also die Erwartung für den 3. Oktober 21, 26 Grad in Freiburg. Jetzt haben wir mal nachgeguckt für die erste Oktoberdekade, wo die Temperaturen da schon mal gelegen haben. Und Sie sehen, da kann es noch richtig heiß werden. In Freiburg schon mal 30,8 Grad, 3. Oktober 85. Mülheim, 7. Oktober 2009, der späteste Tag in Deutschland überhaupt mit mehr als 30 Grad, damals 30,9 Grad. Wir gucken nach vorne, blicken auf den Wetterablauf. Und der ist so, dass diese Front hier im Westen mit dem Regen langsam in die Mitte vorankommt. Dann allerdings sieht man sehr schön, wie der Regen mehr und mehr verschwindet. Die Wolken lösen sich im Osten und Süden auch auf. Diese Front schwächelt. Dann drückt allmählich die nächste nach, bringt dann morgen Nachmittag und Abend im Westen zunehmend neuen Regen. Temperaturen morgen in den Frühstunden im Südosten 4 bis 9, sonst meist 9 bis 13 Grad. Und morgen Nachmittag
Da landen wir dann bei großen Unterschieden. Hier im Nordwesten, Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens gerade mal 16, 17 Grad, Schleswig-Holstein örtlich 15. Im Markgräflerland bis 24. Die Unterschiede dann noch größer, wie eingangs beschrieben, am Sonntag, am Feiertag. Später im Westen kräftige Regengüsse mit ordentlichen Windböen, also ein Achtung schon. Und am Montag dann die kühlere Luft im Land. Sven, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten ermittelt gleich Hauptkommissar Hans von Meufels in einem Polizeiruf aus München. Wir sind dann morgen am späten Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich. Thank you.